Danger Dan erklärt uns Jura, nämlich die Reichweite von Kunstfreiheit. Betrachten wir das nochmal von der juristischen Seite etwas genauer, denn der Eindruck könnte hier aufkommen, als wäre die Kunstfreiheit ein magisches Grundrecht, mit dem man alles rechtfertigen kann, nur in dem Moment, wo man Kunst eröffnet. Und das könnte die Frage aufwerfen, ist eine Beleidigung keine Beleidigung mehr, wenn sie gesungen wird oder gemalt oder in eine Satire eingekleidet wird? Satire gerade ein Aspekt, der in den letzten Tagen sehr viel diskutiert wird. Also schauen wir, was hat es mit der Kunstfreiheit auf sich? Sie ist geregelt im Artikel 5 des Grundgesetzes, genauso wie die Meinungsfreiheit. Und die Kunstfreiheit ist im Artikel 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und wir haben hier eine Besonderheit, denn die Kunstfreiheit unterscheidet sich von der Meinungsfreiheit dadurch, dass sie keine Schranke im Grundgesetz direkt hat. Schauen wir nochmal genau ins Gesetz rein. Während der Artikel 5 Absatz 2 für die Meinungsfreiheit eine Schranke ausdrücklich im Gesetz vorsieht, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Das bezieht sich nur auf den Absatz 1, nicht auf den Absatz 3. So hat die Kunstfreiheit diese Einschränkung nicht. Die Kunstfreiheit ist also ein schrankenloses Grundrecht. Jetzt könnte man sagen, super, das geht also über alles und das kennen wir in anderen Grundrechten, zum Beispiel die Religionsfreiheit, auch ein schrankenloses Grundrecht. Aber diese schrankenlosen Grundrechte haben doch Grenzen, nämlich bei anderen Grundrechten. Und da kommt zum Beispiel zum Tragen das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das Recht aus Artikel 1 Menschenwürde und Artikel 2 Freiheitsrechte zusammen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, schützt beispielsweise Menschen vor Beleidigung und Diffamierung. Und jetzt können wir uns mal betrachten, macht das denn einen großen Unterschied, ob ich jetzt die Kunstfreiheit habe oder nur die normale Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1? Und im Ergebnis ist der Unterschied gar nicht so besonders groß, denn in dem Moment, wo ich nicht mit normalen, einfachen Gesetzen konkurriere, sondern mit Rechtsgütern im Verfassungsrang, wie dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, da ist die Kunstfreiheit nicht stärker als die normale Meinungsfreiheit. Aber die ist schon ziemlich stark. Die Meinungsfreiheit erlaubt es mir sehr wohl, Menschen zu kritisieren. Und im Beispiel von Danger Dan darf ich Jürgen Elsässer als Antisemit bezeichnen. Hängt die Zulässigkeit dieser Äußerung davon ab, ob er sich antisemitisch äußert, ob es also wahr ist oder nicht? Nein, das ist nicht der Aspekt. Zunächst einmal, wie immer, geht es um die Frage, habe ich eine Meinung oder eine Tatsachenäußerung? Der Satz, Jürgen Elsässer ist ein Antisemit, ist jetzt grammatikalisch zwar eine Tatsachenbehauptung, aber sie ist eine Meinungsäußerung, ein Werturteil, weil es eine Einschätzung ist, ob man jemanden als Antisemiten sieht oder nicht. Und das wiederum ist vom Artikel 5 gedeckt, und zwar entweder als Meinungsäußerung oder spezieller im Rahmen der Kunstfreiheit. Wenn ich Kunst habe, Artikel 5 Absatz 3, dann habe ich das speziellere Grundrecht, was auf jeden Fall mich nicht schlechter stellt als die normale Meinungsfreiheit. Und auch hier gilt, ich darf auch eine Bezeichnung wählen, die zugespitzt ist oder vielleicht auch beleidigend aufgefasst wird, solange eine Auseinandersetzung in der Sache stattfindet und die Diffamierung der Person nicht der alleinige Zweck der Äußerung darstellt. Und das ist jetzt eine schwierige Sache, das kann der eine so oder so sehen. Da hängt es natürlich vom Einzelfall ab. Man kann nicht einfach sagen, dass die eine Äußerung immer eine Beleidigung, formal Beleidigung suggeriert das zwar, aber der Kontext spielt eine große Rolle. Eine Auseinandersetzung in der Sache kann dazu führen, dass auch eine scharfe Formulierung zulässig wird. Die Grenzen dazu haben wir vor kurzem gesehen bei dem Urteil des Landgerichts Berlin, Beschluss in Sachen Künast, als mit einer sexualisierten Beleidigung eine Meinungsäußerung als zulässig angesehen wurde von den Richtern, mit der Begründung, dass ja diese sexualisierte Beleidigung deswegen argumentativ gerechtfertigt sei, weil ja auch die Politikerin sich mit Sexualstrafrecht befassen würde. Vielleicht auch in diesem einen Beitrag, um den es da ging. Das hat zum Glück das Kammergericht Berlin wieder aufgehoben und etwas höhere Anforderungen daran gestellt, was eine Auseinandersetzung in der Sache ist. Wir finden da verschiedene Äußerungen und jeder, der die Person, die unterliegt, nicht mag, hat dann eine politische Einschätzung, ob das Gericht jetzt aus politischen Motiven heraus geurteilt hat oder nicht. Und tatsächlich, ganz genau weiß man das nicht, es ist immer natürlich denkbar, dass auch solche Meinungen reinfließen. Insgesamt geht die Meinungsfreiheit weit und auch die Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit geht aber in der Regel nicht weiter
als die Meinungsfreiheit, wenn es um die Abwägung geht zwischen der Kunstfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Da hat es also keinen besonderen zusätzlichen Nutzen, die Beleidigung, die Kritik oder die pointierte Äußerung in eine Kunstform zu verpacken.